Mit etwas Verspätung melde ich mich wieder zurück zu dem zweiten Part von FIFA 16 in der Trainerkarriere, im Trainermodus, im Karrieremodus als Trainer. Und ja, ich habe, jetzt muss ich erstmal überlegen, also das letzte war wirklich so ein bisschen schnell spielen, damit auch der Part schnell hochkommt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, Spieler verkaufen. Meine ich, wären zwei drauf. Das wären einmal. Santana und Boateng. So, dann haben wir gesagt, ich sollte doch mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht. Costa. Jetzt, wenn ich ehrlich bin, Douglas Costa müsste das sein. Können wir mal eine Anfrage schicken? Anfrage zu Costa. Ist schon mal draußen. Stürmer würde ich sagen, brauchen wir erstmal nicht. Innenverteidigung würde ich sagen, brauchen wir auch nicht. Und Johannes Geis im Defensiven kann es eigentlich auch regeln. Ich würde sagen, wir lassen erstmal so. Ich habe für Costa jetzt eine Anfrage gestellt. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, lassen wir es erstmal so. Ich hasse es, ich hasse es. Ich brauche irgendwie ein headsetloses Kabel. Es ist einfach mega nervig, dass ich jedes Mal dieses scheiß Kabel da wieder in Schnüre rollt und man einfach wieder so runtergezwungen wird. So, wir simulieren erstmal Ihre Anfrage zu Costa. Vielen Dank für die Anfrage zu Costa. Da er erst seit kurzem von unserem Verein tätig ist, haben wir im Moment kein Interesse an einem Transfer. Ja. Steht ja so ein Rotationsspieler. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich mache erstmal ein Anlockgebot von 10 Millionen. Einfach nur rein Interesse halber. Man zwar für Kevin Prince Boateng, das ist sehr gut. Mache ich ein Gegenangebot und sag einfach mal, komm. Ich will jetzt nicht unbedingt 8 Millionen für ihn haben, garantiert nicht. Und Nastasic werden wir garantiert nicht verkaufen. Er will schon wieder spielen. So, jetzt geht's aber erstmal gegen Lokomotive. Weiß ich, wer ist das? Moskau. Ja, alle noch ein bisschen angeschlagen. Ich würde sagen, wir geben Heuberg mal eine Chance. Beziehungsweise ich mache so. Heuberg soll mal offensiv spielen. Sané und Sam können ruhig weiterspielen, aber ich gebe dann einfach mal Choupo-Moting eine Chance. Ja, genau, ich wollte erstmal Uchida spielen lassen. So, würde ich sagen, gehen wir ins nächste Spiel rein gegen Lokomotive Moskau im Vorbereitungsturnier. So, jetzt wollen wir ja Klaschern. Ja, Klaschern. Müssen wir jetzt schießen mit Klaschern. Ja, läuft doch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das war's jetzt. Ja, gut. Ich habe ja, glaube ich, noch wahrscheinlich genug Parts, um das zu proben, zu schaffen. Ja, und das nächste Spiel steht also an. Ich lasse jetzt mal wieder so laufen. Vielleicht muss ich wirklich nochmal gucken, ob ich heute Abend, ist ja jetzt Wochenende, was an den Einstellungen ändere. Aber ich glaube, es geht schon einigermaßen so ganz gut. Mit der Qualität, mit der Bildrate. Ah, gut gemacht von Höger. Holt sich da gut den Ball.
Schön durchgespielt, Klaas-Jan Hüntelaar. Klaas-Jan. Und dann den Ball auf Sam gebracht. Da ist der Ball weg. Gut geklärt von Nastasic. Ja, wie gesagt, erstes Spiel ja 4-1 gewonnen. Jetzt kommt die nächste Möglichkeit für Lokomotive Moskau. Wir haben mal Dreierpack im letzten Spiel, Klaas-Jan Hüntelaar, Klaas-Jan. Er ist zu einer Person, er ist lecker Keisha. Keisha ist ein Leibgericht. Und erstmal den Ball geklärt, alles gut. Und dann Heuberg. Oder Heuberg. Und Freistoß für Schalke. Schnell auf außen gespielt, Sepp. Ja, Ball war weg, gibt einen für Schalke. Ja. Ja. So. Ball geholt. Ja, würde es geht ja nur auf den Mann. Vorteil läuft. Und Schalke muss jetzt ruhig den Ball rausspielen. Raus auf Uchida. Oh, schwach gelöst. Nastasic kommt nicht dran. Und Überzahl für Moskau. Der Ball kommt rein. Riesenmöglichkeit. Und der Ogo wehrt den Ball da vielleicht sogar entscheidend ab. Der Mann draußen. Ball geht nochmal zurück. Nächste Flanke ist kommt rein. Nochmal eine Flanke. Wieder mit dem Kopf raus. Und dann kannst du dann den Ball rausspielen. Und der direkte Gegenschuss. Was macht jetzt die Maus hier? Mein Gott, ey. Bin auch nicht vorbereitet. Schalke macht's ruhig. Was kommt mit den Chancen bloß? Und jetzt mal Dennis Arogo. Oh. Tschechi ist anscheinend nach Arsenal gegangen. Muss er sich immerhin keine neue Wohnung kaufen. Und der nächste Gegenzug von Moskau. Nastasic kriegt den Ball nicht. Kommt auch nicht. Flanke kommt rein und jetzt hat Schalke wieder extrem viel Glück. Also zum zweiten Mal extrem viel Glück für Schalke. Ah, ob man das als Foul werten muss da jetzt gerade? Das weiß ich nicht. Ich würde eher Nein sagen.
Oder ist auch schon ziemlich am Ruckeln, wie ich gerade sehe. Mal langes Holz auf Ushida. Spielt jetzt schnell auf Sam. Oh, Hüntela stand da jetzt nicht, nicht Hüntela. Ich meine, gut, könnte Schubomutin gewesen, stand jetzt nicht optimal. Jetzt aufgepasst, nächste Flanke rein, Sunny. Ausgespielt, Sam. Ah, geht ja nicht vorbei. Erste Halbzeit 0 zu 0. Ich glaube, Glück auf unsere Seite, liegt ganz klar auf unserer Seite. Mal gucken. Tijuana und Atlas noch 0 zu 0. Das ist akzeptabel. Somit sind wir nach aktuellem Stand immer noch Erster in der Gruppe. Da kriegt den Ball nicht vernünftig mit. Versuchte den Pass durchzustecken, aber kann ihn sich im Nachhinein holen. Und Choupo-Moting. Aber auch da sind sehr relativ flotter die Gegner von Moskau. Und da ohne wirklich eine Chance, den Ball fünf nach vorne zu spielen. Steht dann direkt drei Mann um einen rum. Drei Gegner. Und der Ball ist weg. Schnellen Pass. Ushida. Sam muss jetzt mal entgegenkommen. Ist am Pen anscheinend. Ja. Klares Foul von Ushida. Geht nur auf den Mann. Beziehungsweise trifft nur den Mann. Entschuldigt sich aber der Gegenspieler nimmt die Entschuldigung nicht an. Beziehungsweise will sie nicht hochhelfen lassen. Eine kleine Sissy, glaube ich, was es angeht. Erstmal mit bisschen Glück durchgespielt. Hüntela, aber der Pass. Das dauert vielleicht auch ein bisschen zu lange für Heuberg. Ich glaube, mit 0-0 könnte Moskau gut leben. Nach dem 4-1 von Schalke. Das kann mal ruhig gehen und gerne eine rote Karte geben. Aber Hövelis hat Glück. Extrem viel Glück. Rausgespielt, schön, Choupo-Moting. Und er kriegt den Freistoß, obwohl ich da sagen muss, nicht wirklich gerechtfertigt, denn er wollte wohl den Ball anstoppen, rutscht dann meines Erachtens weg. Aber jetzt nochmal eine gute Möglichkeit für Schalke. Sané mit dem Freistoß. Vielleicht einen Tacken zu weit, Heuberg kommt dran.
Und jetzt nochmal schneller Gegenzug. Ah, muss flotter kommen. So ein verhungernder Ball da. Und ich habe schon gedrückt, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe wirklich ordentlich was gedrückt da auf dem Controller, dass da vielleicht ein etwas längeres Holzball rumkommt. Jetzt auch von Schieder. Kein Abseits, sagt Schiedsrichter, obwohl das sah ich ein bisschen anders. So, jetzt wechsle ich erstmal. Nochmal Moskau. Höger, wieder als Foul gehandelt. Ja, würde ich jetzt mal als Torschuss eintragen, aber wirklich gefährlich war es nicht. Aber die Russen stehen extrem kompakt. Also da jetzt mal einen Ball durchzubringen, ist nicht so einfach. Aber gleich jetzt mal über der Außen und dann gibt es den Krampf von Sam, das ist ja der Hammer. Und Höger, kein Foul. Und dann nichts Halbes, nichts Ganzes. Macht im ersten Schlenz gut, geht dran vorbei. Dann hatte ich eigentlich überlegt, den Ball wirklich schnell flach vor das Tor her zu passen. Aber der Ball kam nicht an. Doof gelaufen, würde ich sagen. Jetzt nochmal Moskau. Gute Grätsche, Meier. Einmal langes Holz für Choupo-Moting, kommt aber nicht im Laufduell gegen den Gegner an. Torwart muss aufpassen, macht es aber dann relativ sicher. Nochmal Choupo-Moting, geht dran vorbei. Flanke kann kommen, kommt! Torwart ist draußen. Und damit ist das zweite Spiel auch in diesem Let's Play zu Ende. 0:0, ich glaube, viel Glück war dabei. Moskau hatte eindeutig die besseren Chancen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Fährmann hat stark gehalten, das kann man auch, glaube ich, so stehen lassen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.